mit Domingo in die Arena. Der Sam. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß, sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Haben wir ihr das Fleisch nicht abgeliefert? Na klar. Wegen Broga. Brogas Kämpfer machen Arena-Kämpfe. Stimmt, du hast recht. Das könnte eine Möglichkeit sein, Broga zu erledigen. Du müsstest nichts weiter tun, als Broga zu einem Kampf herauszufordern und zu gewinnen. Wenn er erstmal auf die Knochen blamiert ist, gegen einen Neuling verloren zu haben... Das ist nicht dein Ernst, oder? Würde aber prima funktionieren, wenn der Kerl nur nicht so stark wäre. Ich könnte trainieren. Wenn du es tatsächlich wagst, ihm in der Arena gegenüberzutreten, solltest du sehr gut vorbereitet sein. Vielleicht bist du ja gut genug, wer weiß? Na, ich weiß ja nicht. Wie soll ich mit meiner miesen Ausrüstung Broga besiegen? Wenn du eine bessere Waffe brauchst, dann gehst du am besten zu unserem Schmied Oscar und kaufst ihm eine ab. Und wenn das nicht reicht, um Broga zu besiegen, dann fällt mir dazu nur noch eins ein. Magie. Soviel ich weiß, handelt Robert, unser Sumpfbauer, manchmal mit Novizen aus der Hafenstadt. Vielleicht kann er dir was zu deinem Schutz geben, wenn du gegen Broga antrittst. Magie? Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das ist zu riskant. Schade. Über die Jagd beibringen wollen wir momentan nichts. Magie zum Schutz, das ist ja interessant. Was guckst du so? Nichts, ich hänge nur so rum. Hey, ich krieg Geld von dir. Lorenzo, hast du's ganz schön gezeigt. Hier ist dein Gewinn. So, ich will jetzt mit dir kämpfen, bring mir was über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke plus 5 könnten wir noch machen. Mehr Schaden im Nahkampf. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das noch machen, aber dann brauchen wir für das Schwert 3 dann wieder mehr. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut. 100 Gold. Machen wir. Abgemacht. Alles klar. Hier hast du das Ding. So, ich will jetzt mit dir kämpfen. 3 von 5 Bruchstücken haben wir inzwischen. Hey, Oscar. Deine Waren sind viel zu teuer. Ach ja, das glaube ich nicht. Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist einfach nur zu arm. Ja, das kann sein, aber dafür habe ich dich beklaut. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn? Bernstein. Gefragt bei Goldschmieden, man kann Amulette daraus herstellen. Aha. Und 20 Dietriche. Die hier irgendwie günstiger scheinen. Nee, doch nicht. Brauchen wir die überhaupt? Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viele Dietriche? Wir haben noch 47. Komm, dann lasse ich die erstmal hier. Bastardschwert. Klingenschaden 42. Aber das können wir uns ja notfalls auch selber machen. 4 Spitzhacken. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß eigentlich? Holzfäller-Ex. Klingenschaden 20. Eher ein Werkzeug als eine Waffe. Vielleicht können wir noch Holz fällen oder so. Sicher bin ich mir aber nicht. Novizenstab kann weg. Rostiges Schwert. Das kann er sicherlich besser gebrauchen als wir. Zweihänder. Bastardschwert. Klingenschaden 42. Wir haben jetzt Klingenschaden 30. Wir brauchen auf jeden Fall ein Bastardschwert. Und dafür brauchen wir mehr Stärke. Also würde ich sagen, wir handeln mal den Warenkorb. Und können uns eigentlich noch die andere Stärke dazu holen und später noch ein besseres Schwert davon holen. Ach ja. Ich habe ein Paket für Esteban von Scordo aus der Stadt. Du willst es dir wohl ganz einfach machen, was? Wenn das stinkende Ding da wirklich von Scordo stammt, müsste ich reinschauen, um zu prüfen, ob du die Wahrheit sagst. Doch dann kriege ich Ärger mit Esteban. Ich soll mich aus seinen Geschäften in der Hafenstadt raushalten. Vergiss es, das Risiko gehe ich nicht ein. Na super. Wegen deines Lagers. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Gut. Eine Sorge weniger. Hier, nimm dies. Du wirst es brauchen. Wow, 20 Gold. Hey. Übrigens, die Kämpfer veranstalten Arena-Kämpfe. Ach, sollen sie doch.
Hoffentlich hauen sie sich gegenseitig mal so richtig die Grütze aus dem Hirn. Dann sind sie vielleicht etwas ausgeglichener und nerven mich nicht ständig. Craig spielt um Gold mit seinen Jungs. Dieser Mistkerl, er weiß genau, dass der Don sowas hier im Lager nicht haben will. Die Hunde sollen ihm das Gold bringen und es nicht für jeden Mist verjubeln. Geh hin und sag ihm, dass er damit aufhören soll. Ja, sobald ich gegen Broga gewonnen habe. So, die Alte beklaue ich mal nicht, das ist mir ein bisschen zu riskant, weil das ist ja die Frau vom Don. Hey Beppo, deine Mutti macht sich Sorgen. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Naja, bitteschön. Irgendwelche Neuigkeiten? Redest du mit mir? Abgesehen von schmerzenden Füßen habe ich nicht viel zu berichten. Alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt so. Super, tschüss. Ein Kämpfer und... Halt! Keinen Schritt weiter. Natürlich nicht. Ich habe eine Nachricht aus der Hafenstadt für den Don. Das kann ja jeder behaupten. Erst wenn Rachel mir sagt, dass du mit dem Don sprechen darfst, kannst du passieren, klar? Ich sehe da hinten eine Alte tanzen, guck mal da. Das machen die da hinten also. So. Hier hat man hier noch Aufgaben offen? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt noch die ein oder andere. Ich guck mal ganz kurz. Und Welt. Vulkanfestung, Banditenlager. Verbotene Spiele. Aufhören. Nee, lieber nicht. Goldene Bruchstücke, fehlen noch zwei. Wissen wir denn inzwischen, wo die sind? Wissen wir das noch? Craig hat eins. Er hat selber auch eins oder hatte eins. Dorgan hat auch eins und Broga. Okay. Von dem haben wir es schon. Der Broga. Ich glaube auch, ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben, sagt der Danny. Und Oscar hat auch eins. Ach, Mensch. Goldrausch. Das ist ja dieses Goldding, glaube ich. Machtgerangel samt Gold verschollen. Wen haben wir denn da? Ich habe Dorgan ausgeschickt, aber er kam nie zurück. Haben wir den Dorgan nicht schon getroffen? Ich gehe nochmal ganz kurz hoch zu den Bauern. Da kann man ja irgendwas Magisches soll man ja hier kaufen können, angeblich. Die Viecher haben wir alle schon umgelatzt. Was denkst du über Don Esteban? Man kann über Don Esteban sagen, was man will. Aber im Stich gelassen hat er uns nie. Auf sein Wort konnte man sich immer verlassen. Schön. Freut mich ja, dass du so loyal bist. Hey, Robert! Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir. Nimm dies als Anerkennung von mir. Ich wusste gar nicht, dass es eine Quest war. Naja, aber das hier war eine. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Naja. Ja, hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Ja, hört sich ja super an. Erfahrung plus 100 ist auch immer schön. Ich hörte, du handelst mit Novizen der Magie. Kommt schon mal vor. Aber in letzter Zeit sind sie nur noch selten auf meinen Hof hier gekommen. Ich könnte magischen Schutz gebrauchen. Nun, da hätte ich diese Schriftrolle hier. Wenn du willst, kann ich sie dir verkaufen. 200 Gold für einen Schutzzauber. Nee, später. Dürfen wir nicht vergessen, aber dann später, ne? So, Hallöchen. Wir haben in der Stadt ja was gelernt. Das können wir hier gleich mal einsetzen. Ach, oh, nochmal. Geschafft. So, was haben wir denn hier? Rezeptur für einen kleinen Heiltrank.
Das ist doch schon mal sehr gut. Ein Bierchen. Wie sagt denn der hier? Frauenklamotten auf der Wäscheleine. Will ich gar nicht wissen. So, machen wir uns ein paar Heiltränke. Sieht gut aus. Können wir hier immer nur einen machen? Das würde mir dann doch ein bisschen zu lange dauern. Vor allen Dingen, weil wir ja illegal in seinem Raum da sind. So, da hinten hatten wir schon alles ausgeräumt. Da kamen wir in den Wald. Und jetzt würde mich mal interessieren, wo wir da oben hinkommen. Ich glaube, da waren Stachelschweine. Hey, Kumpel! Hast du mal einen Stängel? Und wo soll ich den hernehmen? Soll ich ihn mir etwa aus dem Arsch ziehen oder wie? Verschwinde, du Penner! Hätte ja sein können, du Drecksack. Naja, wenigstens habe ich dich beklaut. So ein Unwirsch. So, guten Tag, die Herrschaften. Und da hinten ist noch irgendwas mit Flügeln. Ach du Scheiße. Ja, komm, greif doch an endlich hier. Ach, sind sogar drei Stück, wie ich mir gedacht habe. So, zwei auf einen Streich und die dritte flüchtet bereits. So, das war's mit dir. Naja, wurden wir auch ein paar Mal getroffen, aber das lässt sich wohl nicht vermeiden. Was ist denn das da hinten, bitte? Haben wir hier noch Kräuter? Kräuter, Kräuter? Oh. Hahaha. Speichern? Ich weiß nicht, vor wem ich mehr Angst habe. So, folge mir mal, du alter, was auch immer du bist. Ich habe hier nämlich Freunde, weißt du? Ja, ja, komm schon ran. Ein Oger. Jetzt gibt's gleich was. Mit dir mache ich kurzen Prozess. Ach du Scheiße. Komm, ich lenk ihn ab. Es wird ja immer schlimmer hier. Als wenn das irgendein Problem lösen würde. Also ich wette 10 Gold auf den Oger. Oh. Gut, 3.25 Uhr ist, glaube ich, der aktuellste Spielstand. Ich sollte mal langsam eine Aufnahmepause machen. 3.25 Uhr. Ich muss doch schon seit 20 Uhr im Bett sein. Sesamstraße ist doch vorbei. Okay, also wie wir an dem Oger vorbeikommen, das ist mir gerade noch ein absolutes Mysterium. Und diese drei Gottesanbeterinnen da oben oder was das ist, lasse ich dann da auch erstmal sitzen. Weil wir kommen da ja eh nicht weiter gerade. Ich könnte natürlich den Oger... Wie war was? Wo? Ich könnte den Oger natürlich einfach mal weglocken. So, hier lang. Und dann einfach mal lalalala hier einmal mal im Kreis springen. Wo willst du hin? So, jetzt habe ich das Problem einfach mal abgeschabt da unten. Aber ich fürchte, der Oger wird wiederkommen, nachdem er den anderen Typen zermanscht hat. Ich möchte da noch gar nicht hin. Was hat denn der Oger hier bewacht? Wahrscheinlich noch mehr andere Oger. Tatsache. Hahaha. Ha, ha. Das war ja eine tolle Idee. Wo geht's denn hier hin? Ach, wat. Ja, also, wenn die Oger einen wegtreiben,
Vielleicht kann man die da runterprügeln, aber ich glaube eher nicht. Lalalalalala.